Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, bei meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal sind wir unser erstes Level gestiegen. Hurra! Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, werden wir mal Richtung Ausgang gehen. Wobei, hey, da ist auch noch irgendein Lagerfeuer. Wir schauen uns auch dieses Lagerfeuer an. Mal schauen, ob da irgendwas Interessantes ist. Was? Wieso gehst du da nicht hin? Los, geh rüber. Wow. Hallo, Wolfi. Ah, da ist noch was. Au. Wieder mehr Schaden selber eingepackt als... Alles ausgeteilt. Komm schon. Du bist nur ein Lesser Boar. Also ein unbedeutender Langweiler. Oh. In so einem Fall können wir das so machen. Gut, im Übrigen gleich eine erste Fehlentscheidung von uns, durch das, dass wir aber ich glaube, das können wir auch so machen. Are you blind? What in God's das ist eine gute Frage. Okay, gut, danke schön, Virgil, fürs Heilen. Virgil heilt, deswegen hätten wir wahrscheinlich keinen Heilzauber nehmen müssen. Aber gut, jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir ihn schon. Außerdem, wer weiß, ob wir ihn behalten, den Virgil. Er ist zwar recht praktisch, dass wir ihn haben. Oh, was ist das für einer? Da können wir gleich unseren neuen Zauberspruch ausprobieren. Oh, na hey. Ja, probieren wir gleich mal den Zauberspruch aus. Die Wall of Fire. Und ihr seht, da ist schon unser zweiter. Außerdem macht es ein bisschen Licht, also so gesehen. Ist das schon okay? Und er kriegt jede Runde Schaden. Wollen wir nicht weitermachen? Na hey. Sag mal, spinnst du? Gott sei Dank ist der Computer ziemlich dämlich. Der bleibt nämlich einfach da drinnen stehen. Bewegen wir uns so langsam? Hat das Spiel was gegen uns? Wir müssen ihn gar nicht treffen. Er wird so oder so sterben. Oh, doch nicht. Eckling, komm zurück. So, können wir uns da irgendwie befreien?
Nein, schaut irgendwie nicht so aus. Wenn ich da jetzt. Ich kann da die Mauer machen. Also wird immer so gelegt, dass wir. Ah, wir haben es ja doch noch geschafft. Wir sind frei. Der hat denn nichts bei sich. Ah, doch. Eine Art durch. Na super. Ja, also die Wand wird immer so gelegt, wie man schaut. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, wo man die Wand hinlegt. Vor allem später, wenn wir dann mehr Leute bei uns haben, weil das durchaus dazu führen kann, dass auch eigene Leute drinnen stehen in der Wand. So, was haben wir da noch? Hey, eine Truhe. Und deswegen hat sich ausgezahlt, eine Unidentified Armor und eine Unidentified Robe und ein Unidentified Helmet. Okay, gleich mal vorweg, diese Dinger können auch verflucht sein, was nicht gut ist. Deswegen sollte man sie nie anlegen, bevor man sie identified, das weiß ich noch. Und soweit ich mich erinnern kann, ist eines von diesen drei Dingen auch wirklich cursed. Das habe ich damals am eigenen bösen Leib erfahren, weil das ist dann auch nicht mehr so leicht los. Und gleich am Anfang Unmengen an Geld für die Removal von so einer Sache auszugeben, ist vielleicht jetzt auch nicht so perfekt. Noch so ein kleiner. Komm her. Na hey. Schauen wir mal. Oh, hörst du auf, den armen Kleinen zu schlagen? Meinen Virgil? Man kann tatsächlich auch zweimal den Spruch auf sich sprechen, das kostet halt dann mehr Energie. Ja. Kann man nichts machen. Dann. So. Jetzt müsste eigentlich irgendwann mal zu dem Ausgang kommen. Er hat uns als erstes gesehen, deswegen greift er uns an. Oh, ein Critical Miss, das habe ich gut gemacht. Habe ich auch schon mal einen kritischen Treffer gelandet oder nur Critical Misses? Ich finde das nicht richtig. Irgendwie ist unsere Geschicklichkeit auch schwächer geworden. Ah. Nein, ich weiß schon wieder, wir tragen zu viel. Vorhin hat es dieses komische knatternde Geräusch gegeben. Das bedeutet unsere... Ah, noch ein Wolf. Das bedeutet, dass unsere Traglast überschritten wurde. Je nachdem, also je mehr man trägt, desto weniger weit kann man sich bewegen. Am Ende ist es so, dass man sich keinen Schritt mehr weit bewegen kann, was natürlich gewisse Probleme mit sich bringt, wenn man von A nach B will. Aber an und für sich machen wir das jetzt so, Inventory, und geben das schwere Zeug darüber. So. Ah, you are no longer encumbered, sagt er. Ich hoffe, Virgin auch nicht.
Ah, welche hat sich das angezogen? Na toll. Ob das irgendwas bringt? Naja. Wer weiß es? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Unsere Karte. Wo sind wir? Ah, da ist der Ausgang. Richtung Ausgang. Hey, ein Schrein. And his spirit The shall altar hear. should clear things up for us a bit. Oh. It says, and the spirit of Nasruddin shall be reborn on wings of fire in hills shrouded in fog and fight the last battle with the evil one. Na, das ist ja wohl sehr eindeutig. Wie kann man sich das nicht merken? Vor allem den Namen Nasruddin. And the evil one? Who is that? I'm sorry, but I don't know. Du weißt nicht, wer der Gute ist und wer der I guess Böse we ist, better weißt du find auch out, nicht? considering you're supposed to fight him. Ach Gott, du bist echt keine Hilfe. Na oh ja, du bist eine Hilfe, du kannst heilen. I'm glad you find this amusing, because I don't at all. That's probably a good idea, Virgil. Let's go. Whatever. This gets more ridiculous as we go along. I know you might not believe in all this, but I do. Might you show me a little more respect? Nein, du hast dich mir aufgedrängt. Du rennst einfach mit. Ich finde das überhaupt nicht richtig. You can leave whenever you feel the urge to do so. Well, maybe I will, you... No, that's going to get us nowhere. Ah. Fine, say whatever you'd like. Suppose ich you're nicht entitled los to your opinion. Einfach. Na gut. Lassen wir uns weitergehen. Wo führt dieser Weg hin? Ah, so noch einer verhaltensauffälligen Person. Hold there! What are you doing here? Good God, man! I just survived the blazing inferno, oder? Who are you to ask? What are you doing here? I just saw the accident and ran up here as fast as I could. No, no, I mean no disrespect, sir, but I don't trust this bastard one bit. Plenty okay. convenient he just happened to show up here just now, don't you think? Schaff mal, alles gut. Wir haben einen ganzen Tag hier schon verbracht. Es ist schon Nacht geworden. Naja, gut, wir haben auch herumgetrödelt, aber... what do you recommend, Virgil? Recommend, natürlich. I've dealt with buggers, individuals like this before. Perhaps you'll let me talk with him for a few minutes. Okay. Of course, Virgil, feel free. Thank you, I'll take care of this. You there! What exactly are you doing up here? And what gives you the right to ask so many questions? Wir hören zu. I'm just asking a simple question. What are you two doing up here? I'm from Shrouded Hills, a village not far from here, and I witnessed this terrible accident. Is it such a crime to wonder what exactly is going on? Ja, lassen wir den Virgil reden. Only. Listen. I came from Shrouded Hills myself. It's at least a day's journey from here. There's no way you could have traveled here that fast. Naja, wie schon gesagt, wir brauchen hier relativ lang. I didn't come from Shrouded Hills just now. I was camping not far from here and saw the blaze. Why are you questioning me? I've done you no harm. Wir lassen den Virgil weiterreden. I'm asking the questions here, and I don't like your answers. Okay. I'm going to ask you one more time. Why are you here? A cold look comes across the man's face. I don't recommend you speak to me that way, friend. I've just asked a question,
and I'm expecting an answer. He looks at you, then back to Virgil. We can make this simple or more difficult. Sollen wir ihn weiterreden lassen? Aber ja, ich bin des Redens faul. Oh, I think difficult is the best way, sir. I find that there's fewer questions afterwards. I'm ready to begin this discussion whenever you are. Mhm. Wir bedrohen jetzt einen einfachen Wanderer. Noch dazu einen Elfen. The man seems unsure what to do. You see fear in his eyes. Perhaps this is a discussion we'll have later, friend. I'm sure that this issue will be resolved in time. He looks at you, nodding, in his eyes a burning hatred. Good day, you, sir. To you, sir. Yes, good day to you, then. That was close. Was? What do you mean, Virgil? He was obviously scared that of you. That man very well could have killed us both. Believe me, I've seen his kind before. Okay, so why did you provoke him? It was all bluster. I'm no bloody warrior. But sometimes you have to be able to act the part. You learn such things on it's just something I've learned. Mm-hmm. Fear is a powerful weapon. Something is very wrong here. I think we'd best get out of here as soon as possible. Wie oft willst du mir das noch sagen? Let's go. Okay, na dann. Gehen wir weiter. So, Herrschaften, wir haben es jetzt hier blau, das heißt, wir können den Map-Move-Modus angehen. Nachdem wir den Geist gesprochen haben, da gibt es noch Balas Haus dazwischen, bevor wir nach Shooted Hill kommen. Da würde ich doch fast sagen, gehen wir dorthin. Und freundlicherweise ist es Tag. This headstone is exquisitely carved with this message, Charmila, beloved wife and mother. This headstone is exquisitely carved with this message, Saif, beloved son. Tja. Da liegen Frau und Kind. Da ist Blut. Ein roter Priester. Welcome. What can I do for you? What is your name, sir? This wizened old priest seems to be in some pain. I'm Abala. He winces. And you are? I'm Odo O'Connor. Natürlich sagen wir unseren richtigen Namen. Well, Odo O'Connor, what brings you to my humble farms? I've been sent here by Brigo's spirit. I'm simply traveling about. What happened to you? Naja, wir sind ehrlich. He smiles. He's dead already. How sad. Has he sent you to finish what he did not already? Finish what he started. What are you speaking of? I'm surprised his path ended so soon after he shattered mine. After I had offered them food and drink, he and his friend Farkus, I believe his name was, ransacked my house for whatever they could find. When they finally found my one object of any value, a sacred holy artifact, they killed my family. They left me for dead as well. So you cursed them? He winces in pain. Once again, I retired from the priesthood some years ago. But it was all I could think to do. In my pain and grief, their souls will never leave this plane of existence. And the curse of madness that caused Farkas to kill Brigo? No, I believe that was the curse of greed. If I had to guess, Farkas decided he didn't want to share the ill-gotten gains with anyone. Despicable people.
I'm sorry for your loss, oder that was a great story, but I need to kill you now. I'll be leaving now. Interessante Sache. Was nehmen wir? Wir können ihn natürlich töten, das wäre definitiv nicht gut. Ja, I'm sorry for your loss. Was soll's? Thank you for your kind words. But there is something else. I need to recover the sacred artifact they stole. It is very important to me. I needed to pray to my gods effectively. Did Brago say anything? Give any clue as to where it might be? No, he did not. He hobbles a bit closer to you. I know it is none of your affair, but could you assist me in trying to locate what is rightfully mine? It is the least I could do. Any idea where I should start? That depends on what it would be worth to you. You are right, it is none of my affair. Good day. Well, I'm sorry for your loss, but I have more pressing concerns. Naja, wir machen es natürlich. Das bringt Erfahrungspunkte. Excellent. Perhaps our friend, the late Mr. Brago, would have some information he could impart to you regarding the location of my sacred possession. I appreciate your kindness, though I regret I have nothing to give you for your help. Ah, du brauchst uns doch nichts geben. Wir sind pure good. Noch nicht, aber fast. Okay, das heißt, wir müssen nochmal zurück zum Brego. Ja, das machen wir doch glatt. Das ist ja nur ein kurzer Weg. Schauen wir mal, ob wir das aus dem Haus klopfen können. Und schauen wir, ob noch Viecher herumrennen. Also ob die respawnen. Aber ich glaube nicht, dass die respawnen, oder? Werden wir gleich sehen. Fangen wir hier an. Wo war denn diese Höhle? Ah, da. Auf. Auf jeden Fall schneller als der. Wow, der braucht ja urlang. Vielleicht hätten wir ihm nicht das ganze Zeug zum Tragen geben sollen. Ja, ganz offensichtlich sind die Viecher weg, nachdem er sie einmal besiegt hat. Aber die Blutlachen bleiben da. Please, I beg you, the pain. I need to talk to the friend that killed you. Wir sind nicht gerade besonders Dings. The pain. He composes himself. So you spoke with Arbala instead of killing him. Bravo, my friend, I applaud you. Tell me where Farkus is. Why should I tell you that? I will still be here for eternity. Don't you want revenge on your killer? I convinced Avala to release you if you help me. Das ist gut, wir könnten ihn belügen. Das ist ein Geist. Ist es okay, einen Geist zu belügen? Auf jeden Fall. You would, wouldn't you? If there is one thing about you noble types,
is that you'll be the right thing. You do the right thing, even if it kills you. Very well. Anything to be released from this pain. He points to a location on your map. Farkas is here. Thank you for the information. Please hurry, release me from pain. Na okay. Schauen wir mal, ob sich das machen lässt. Ich glaube nicht, aber versuchen können wir das ja mal. Und wieder raus mit uns. Ich überlege gerade, gehen wir noch zum Farkus. Wir haben jetzt doch schon wieder eine Weile gespielt. Oder? Schon. Ja. Ja, den Wolf habe ich noch nicht gehabt. Na dann. Ja, super, ein Critical Miss. Kriegt man für Critical Misses eigentlich auch Erfahrungspunkte? Und lauf, mein Lieber, lauf, lauf, lauf. So. Mal schauen. Ach so, mein Path ist... Was? Ja. Ambush. Ja, das kann uns natürlich passieren. Immer wenn wir durch das Gelände auf der Karte gehen, kann es sein, dass wir irgendwo an einen Ambush geraten. So, schauen wir mal. Das war schnell. Ah, durch das, dass wir gereist sind, da verlieren wir diesen einen, da verliert man den einen Zauberspruch. Okay. Deswegen war ich so langsam. Na dann. Okay, da haben wir auch einen Typen. Human Bandit, Mädchen 27. Get on with half elf. Okay, ich glaube halb Elfen mag er nicht. Please excuse my presence, sir. I mean no offense. Speak to me like that again and you will seriously regret it. Oder I would appreciate you addressing me with respect, sir. Oder goodbye. Hm. Ja, immerhin ist das ein Mörder. He screams and shields his face with his hands. Puh, puh.
Please, sir, don't hurt me. I'm sorry for any offense I have given. Oh, das ist eine interessante Reaktion. I'm here for Abala. You will return what is his or you will die. He suddenly looks very unsure of himself. What do you mean? I have no idea of what you are talking about. Grab him. This is your last warning, you spineless worm. Here it is. Please, don't hurt me. He hurriedly hands you over the artifact. Thank you. You may live for now. Good day. Wir könnten ihn aber trotzdem umbringen. Nee. Okay. Ah, das ist das Artefakt. Kannst du es anschauen? Nein. Na dann, auf zum Abala. Das ist ja einfacher gegangen, als ich dachte. Okay, ich fürchte, er schläft jetzt. Immerhin, wenn wir jetzt reingehen. Oh, es ist sogar versperrt. Gut, dann schlafen wir auch. Sleep until morning. Hallo, Abala. I have retrieved your artifact. Give it to him. I thank you, as do the spirits of my ancestors. I must admit to having lied to you before as well. He smiles a kindly smile. I do have something to give you, something of immeasurable value. I bestow my blessing upon you. Everyone you meet will now react more favorably to you than perhaps they did in the past. Alle lieben mich, da bin ich mir sicher. Okay. Cool, wir sind ein Level gestiegen und wir haben Engel gehört. Und wir haben was completed. Okay. Returning Abala's sacred artifact to him, you have been given his blessing. Na schon. Okay. Da haben wir was verloren. Passt. Und jetzt Level steigen. Noch mehr zaubern. Oder noch einmal kämpfen. Oder, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, Persuasion. Persuasion oder Heal. Nehmen wir Persuasion. Wir werden jetzt bald in die Stadt kommen, in die erste. Da werden wir das vielleicht brauchen. So, Herrschaften, an dieser Stelle möchte ich euch eine schöne gute Nacht wünschen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.